So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und ich habe meinen Zettel gefunden mit den Empfehlungsdingern. Da ist allerdings nur eins drauf. Oh je, hab ich alle notiert, die ich gebraucht habe? Offensichtlich hat mir Counter auf Discord ein Level empfohlen. Und zwar kann ich nicht lesen. Das könnte ein B sein, das könnte ein W sein, das könnte ein G sein. Q, H, J könnte das sein. Gott, ich muss wahrscheinlich gleich auf Discord gucken, ne? Und 3, J, 6, was? Mein J, das sieht ganz komisch aus. Ist das echt ein J? F. Was habe ich da wieder geschrieben? Ist das ein BW6 am Anfang vielleicht? Ah, nein, das wollte ich nicht. Ach, jetzt darf ich es von vorne schreiben. Also BW6. QH. Das kann nur ein J sein. Aber das sieht so anders aus, als das J, das dann da drüben kommt. 3IG. Oder ist das ein I? Nein, das ist auch ein J. Ein sehr komisches J. Oh Gott, was kann ich denn überhaupt? Okay. Komm her, Discord. So, wir suchen jetzt... BWG. Nicht gefunden. Dann ist es BW6. Nicht gefunden. Oh mein Gott. Dann ist es DW6. Da. DW6QH7. Das ist eine 7. Ich kündige. Komm, nee, wir schreiben das einfach komplett neu. So ein Quatsch. Also, jetzt mit Druckbuchstaben. DW6 QH7. Also ich muss dazu auch sagen, der Zettel sieht entsprechend aus. Ich brauche definitiv einen neuen. Ah, das 3JG war immerhin richtig hinten. Mensch. Lustig wäre es, wenn es das hier... Oh nein! Ach, das ist das. Ach, das schaffe ich doch nicht, Counter. Davon habe ich schon Videos gesehen. Ja, es hat jemand Getting Over It nachgebaut in Super Mario World. Also gut, den Anfang kriegen wir ja noch hin. Also das heißt, er hat nicht Getting Over It nachgebaut, er hat was Ähnliches gebaut, was halt auch so... Na, du musst einen Berg erklimmen und wirst aber halt mit jedem Fehler brutalst bestraft und wirst immer wieder weit zurückgesetzt und musst dann alles doppelt und dreifach spielen. Und ich komme hier schon nicht hoch. Wie geht das denn? So geht das. Hä? Kann ich da... Weil wenn ich jetzt das Springboard berühre, dann fliege ich doch komplett raus. Ne? Genau. Und jetzt kann ich... Oh. Ja, genau. Das ist das Prinzip von Getting Over It. Oh, herzlichen Glückwunsch. So. Aber wie mache ich den Sprung denn? Kann ich da irgendwie so rutschend rein? Hä?
Gott, wie geht der? Wie geht das? Ich kann doch nicht hier unten schon scheitern. Das wollte ich jetzt aber eigentlich auch nicht, ne? Ein bisschen hoch wollte ich eigentlich schon kommen. Aber ich habe ja nicht mal ansatzweise hier die richtige Höhe. Ist da noch ein Trick bei, den ich wieder nicht beherrsche? Ja, komm schon! Danke. So einfach nicht. Oh Gott. Aber wie geht das denn jetzt? Hey, das haut nicht hin. Geht's da drüben vielleicht weiter? Ah, das geht übrigens auch. Da komme ich schneller wieder hin. Ah! Oh, jetzt habe ich es einfach geschafft. Keine Ahnung wie, aber einfach... Ah, F. Ah, ich will das F nicht sagen. Entschuldigung, Silaikan. Ich bemühe mich. No! Okay, was ist da drüben? Nichts. Ach so, jetzt kann man dann auch wieder hier runterfallen, aber man sieht das schon. Oh Gott, ja, man sieht schon. Man kann da halt überall runterfallen. Wie man es halt so kennt von Getting Over It. Aber wie habe ich denn den Sprung jetzt gerade gemacht? Plötzlich ging er. Oh nein. Plötzlich war er machbar. Wie? Das geht das auch von hier? Mit Anlauf? Ja. Plötzlich... Ich weiß halt echt nicht, wie ich den gemacht habe. Das ist jetzt wie ach. Das ist mir jetzt wieder ein Rätselchen hier. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Nicht ganz runter. Das wollen wir jetzt nicht nochmal. So. Es war ein ganz normaler Sprung. Es war nichts Spezielles dabei. Ich bin einfach nur dann um die Ecke irgendwie gesprungen. Ich habe keine Ahnung mehr wie. Ich habe keine Ahnung mehr. Oh, das gibt's doch nicht. Vor allem, ich habe noch so gemeckert und dabei habe ich es einfach geschafft. So als hätte ich nie was anderes getan. Jetzt geht's nicht mehr. Ach, komm schon. Ach. Sei halt nicht ganz so wie Getting Over It, bitte. Das ist übrigens, das Level möchte man dann wahnsinnig gerne im Dings haben.
Endless. Da freut man sich. Yes! No! Nein, ich bin nicht Nein, ich bin nicht gesprungen. Wait, wie soll das jetzt, wo die Zeit losgeht, wie soll das überhaupt mit Zeit funktionieren? Hä? Schafft man das in 500 Sekunden dadurch? Oder gibt es Checkpoints? Ich habe in dem Video, was ich gesehen habe, habe ich keine wahrgenommen. Das heißt aber nicht, dass es keine gibt. Das kann auch einfach heißen, dass ich blind bin. Wie? Nein! Ich glaube, mehr wie diese Sprünge hier werden wir einfach nicht sehen. Vor allem läuft mir jetzt erstmal die Zeit ab. Es gibt Checkpoints, ich habe einen gesehen. So, aber jetzt warte mal. Die Blöcke kommen doch hierher zurück. Die kamen doch, die waren doch da oben plötzlich. Ach, da kommen die her. Ach, schade, die kann man dann nicht nutzen, ne? Nee, die kann man leider nicht nutzen. Na gut. Na gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit für den Sprung hier. Wie habe ich den gemacht? Ich müsste ihn halt konsistent hinkriegen. Nice. So, und wie mache ich den jetzt? Überhaupt abspringen wäre halt schon mal eine Idee. Jetzt geht der wieder erstmal 3 Jahre lang nicht. Oh, Mama. No. Es ist einfach effing getting over it. Es ist einfach genau das. Oh, das sah eigentlich gut aus. Oh Gott, nicht nochmal. Aber der Sprung hier ist mir lieber, als den vom Fließband auszumachen. Nein! Ich habe jetzt ja schon gesehen, ich... Oh. Hab's ja schon ein paar Mal jetzt geschafft. Aber wie? Es muss wirklich genau der Moment sein, wo man abspringt oder so, ne?
Ah, das sah eigentlich okay aus, aber es hat nicht gereicht. Also sah es halt nur okay aus, war es aber nicht. Nein. Ah, es ist... Ich krieg's nicht mehr hin. Ich komm nicht mehr hoch. Okay. Ich verstehe es halt nicht. Ne, mal klappt's nicht. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt. So, aber oft will ich es jetzt hier nicht mehr probieren. Mein Kabel hier macht gerade... Oh Gott, was mache ich hier mit dem Kabel? Hilfe. Ich mache hier wieder ganz komische Sachen. Gottes Willen. Nehme ich noch auf? Ja, schade. I don't know. Ich muss irgendwie auf das Ding draufspringen und dann direkt weiter. Und beim Versuch, da drauf zu springen, geht es immer direkt schief. Och, Mann! Immerhin bin ich diesmal abgesprungen. Oh, ich kriege hier gleich Zustände. Typische Getting Over Zustände kriege ich hier gleich. Nein, das hätte es doch sein können. Warum war es das denn einfach nicht? Setz deinen Safe State diesmal da oben. Keine Lust mehr. Ach, wäre das angenehm. Das gibt's doch nicht. Wie kann denn ein Sprung, wenn er funktioniert, so einfach wirken, aber gleichzeitig so schwer sein? Wie kann man denn Getting Over It so gut implementieren? Und es ist noch nicht mal ansatzweise was Schwieriges. Also das Level würde ich niemals schaffen. Aber ich dachte eigentlich, dass ich zumindest ein bisschen höher komme. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Schade. Nee, ich habe keine Lust mehr. Sorry. Das ist mir zu doof. Oi. So, Count hat irgendwann mal noch was anderes vorgeschlagen. Aber wo war das? Wie finde ich das jetzt? Ach, Mann. Da, hier noch ein Level. NY1. Q0M. Entschuldigung. Nein! Mach das weg. DPG. Hat er dazu was geschrieben? Nö. Nur hier noch ein Level. Guide the Jumping Bob Oms. Okay, scheint einfach zu sein. Weil, gut, die Hälfte hat's geschafft. Ah ja.
Okay. Ja, solche Levels sind immer ganz cool, das stimmt schon. Ah, verstanden. Wait, aber jetzt brennt's nicht. Ach so. Jetzt krieg ich das nicht mehr hin. Ah. Verstanden. Ah. Nein. Nein. Oh Gott, Reaktion. Zu bald. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Das gibt's doch nicht. Nice. So, und jetzt muss er noch durchlaufen. Na, endlich. Boah, dieser Raum. Ah, verstanden. Ah, nee, jetzt habe ich es verstanden. Muss das timen. Aber wait, wie? Hä? Ah! Jetzt habe ich es verstanden. Mein Gott! Erst so? Dann so? Dann so? Erst so. Dann so. Dann soll der... Okay, oh Gott. Und dann geht er da drauf. Oh, weia. Ah, ich muss wieder zumachen. Oh Gott. Das hat nicht gepasst, ne? Ach. Leck mich doch am Eimer. Was ist denn jetzt los? Wait, ich sehe da was. Ich habe zu lange gebraucht, dann kann man es nicht mehr schaffen, ja? Cool. Huh. Oh Gott, und dann muss ich den wieder anmachen. Ach du Schande. So, jetzt.
trifft der Erste endlich. Nein, ich muss ihn aus... Oh Gott, es ist so viel aus... So viel hintereinander. Das macht ganz komische Sachen mit meinem Kopf. So, nice, die zweite ist drin. Und die dritte ist drin. Nice. Nein! Okay. Ich wollte gerade sagen, die muss noch explodieren, die muss noch runterfallen. Eieieiei. Das war interessant, ja. Durchaus. Das war durchaus interessant. Und erfolgreicher als Getting Over It. Juhu. Oh, aber viel zu lang gebraucht. Aber auf jeden Fall tolles Level, ja. Keine Frage. So. Puh. Wisst ihr was? Ich bin verrückt. Wir machen noch ein bisschen das hier. Vielleicht kommen wir dann im nächsten Part mal zu Alinas Level. Das wäre ganz schön. Aber das ist mir jetzt wieder zu... Naja. Lass uns halt mit drei Leuten spielen, wie wär's? Dann spielen wir halt mit vier Leuten. Ach du Schande, der Lahme allein. Oh nein, Moment. Okay, das war nicht so smart. Ah, da geht's nicht durch. Was ist hier so? Eine Feuerblume, die nehme ich doch schon mal mit. Oh boy. Oh, guck mal, ich habe einen Checkpoint. Weil ich das Power-Up mitgenommen habe und die anderen nicht, ja. Ach so! Was ein Level. Was ein Level. Nee, echt nicht. Aber hey, Erfolg. Das ist doch was. So, wir spielen jetzt einfach so lange, bis der Erfolg abschwächt. Was haltet ihr davon? Oder bis wir keinen Spieler mehr haben. Ach komm schon. Zählt das echt immer wieder von oben los, wenn ein neuer Spieler dazukommt? Danke. Danke für deine Einsicht. Ei, ei, ei. Mamma mia. Okay. Den Block holen wir uns. Thank you.
Mist. Oh no. Oh no. Gib mir das. Oh je. Oh nein. Das ist jetzt schlecht, ne? Was ist denn hier los? Ja, ich bin. Das ist der. Aha. Ah, okay, die sind hier bei. Wir haben kein Power-Up mehr, ja? Wie soll man den ohne Power-Up eigentlich besiegen? Richtig, gar nicht. Mist. Ja, Luigi ist erst am Ziel. Klar. Na gut. Dummes versus Level. Richtig dummes versus Level. Nope. Ganze minus 3. Na gut, wenn das nur so wenig abschwächt, dann können wir auch noch eine Runde spielen. Komm, gib mir gleich 4 Spieler. Los, go. 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 Yes. Ich bin Luigi. Alles klar. Drippy Deserts Underbelly. Hat sogar ein Gegeneinander-Tag. Jetzt bin ich aber gespannt. Ob der gut ist. Oh nein. Wir werden es leider nicht rausfinden. Kann der Kollege bitte rausgehen, der schlechtes Internet verursacht? Sollte er wissen, dass er es ist. Ah. Oh, was anscheinend nicht? Ich hoffe, ich bin es nicht, aber ich. Gerade eben ging es ja ganz gut bei mir bei den anderen Sachen, ne? Kann ja eigentlich nicht sein dann. Karawane, ey. Oh boy. Nice! Das hätte ich ja nicht gedacht, dass das hinhaut. Sensationell. Oh Junge. Lass das funktionieren. Yes! Nein, da ist ein Stern drin. Ich hoffe, ich brauche den nicht. Stern wäre jetzt natürlich optimal gewesen.
Midway. Ich gehe mal oben rum. Vielleicht gehe ich auch nicht oben rum. Vielleicht gehe ich auch einfach in die Röhre. Bleib weg, Maul. Keiner mag dich. Lauf weiter und ist die nächste Röhre, okay. Aber ich habe eigentlich einen guten Vorsprung. Ich kann mir eigentlich jetzt, glaube ich, leisten, irgendwie einen Powerplay zu holen. Oh mein Gott, die lösen das aus. Oh boy. Vielleicht kann ich es mir auch nicht leisten, weil jetzt ist nämlich schon der blaue Toad hier. In diesem Raum. Oh weh, du springst jetzt hoch. Du springst jetzt hoch! Ich hoffe, das geht bei ihm auch schief. Oh no! Ich kann nichts tun. Oh, so ein Mist. Oh, so ein Mist. Was für ein dummer Tod. Der dümmste Tod, der mir hätte passieren können, ey. So ein Käse. Der wird nicht an dem. Der wird da nicht dran sterben. Der ist nicht so doof wie ich. Mittlerweile ist Mario auch hier, aber der blaue Tod ist nicht mehr hier. Kommt da ein Raum danach auch noch? Wo ist der blaue Tod? Ah. Wie gesagt. Gut, das Level an sich ist aber, denke ich, ganz okay für Multi, ne? Was halt scheiße war, war die Verbindung. Wir müssen es jetzt hier nicht in die Länge ziehen, ne? Ich kann nichts drücken. Dankeschön. Das Level war toll. Das Level ist in Ordnung. Die Verbindung war halt scheiße. Oh, jetzt geht schon mit minus 16. Was ist das denn? Eins noch. Danke. Jetzt sind wieder blaue Toad. 2, 4. 6, 8. 10, 12. 14, 16. 18, 20. Ach, geht doch heim. Ich kann es aber eigentlich ja nicht sein, weil die anderen gingen ja. Und da war ich ja auch dabei. Guck mal, wie die rosa Toadette einfach nichts macht. Jetzt geht die los. Die hat gewartet, okay. Wie kein Problem.
Ich konnte nichts drücken. Ich konnte legit nichts drücken. Da nicht von denen jetzt jemand stirbt, habe ich sowieso verloren. Ich kann nichts. Oh mein Gott, ist das schwierig zu steuern so. Okay, drüber, 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 drüber. Dankeschön. Okay, Mario ist. Oh Gott. Oh Gott, ich kann nicht anhalten. Wir machen den nächsten Sprung. Okay, gut, ist okay. Mario ist gestorben, Luigi ist keine Ahnung wo. Und Toadette ist da vorne, oh mein Gott. Oh nein, nein! Verflucht. Luigi ist auch gestorben. Toadette ist vorne. Okay. Luigi ist raus, aber Luigi war nicht die Verbindung. Wow! Ganz kurz hat man wieder gute Verbindung. Habt ihr es gesehen? Wie ist das jetzt? Wie soll ich das denn? Oh. Aber jetzt aufgeben ist halt wie verlieren. Habe ich wahrscheinlich eh, aber aufgeben ist nicht. So, bitte jetzt nicht wieder einen Sprung hier rüber, wenn ich gerade den Sprung machen will. So, ich hole mir das jetzt erstmal. Die Zeit habe ich. Aber was soll ich tun? Ich brauche einen Pilz bei diesem Leck. Fest. Oh, sogar eine Blume. Ja, gut. Wieso ist jetzt wieder alles in Ordnung? Was? Das Level könnte toll gewesen sein, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen, aber wenn es so durchgegangen ist, dann ist es okay als Level. Eins noch. Dankeschön. Wir sind Toadette. Na dann. Bom. Löse alle Powerblöcke. 56! Ist nicht euer verfluchter Ernst, ne? Das kann keiner bekommen, wenn es alles... Wir werden alle sterben. Oh,
weil jeder sich einen anderen holt. Zielbedingungen kann keiner erfüllen. Wobei, wenn alle kaputt sind, wahrscheinlich, dann der den letzten kaputt macht, oder? Wie ist das? Ach, die kommen wieder! Mach doch eine Stampfattacke, Toadette. Jetzt duckt sie sich, die blöde Nuss. Oh boy. Der hängt schon dran, ne? Ja. Das könnte vielleicht funktionieren, wenn es nicht laggt. Ich weiß es nicht. Dadurch, dass die immer wieder kommen, kann man ja wirklich auf 56 kommen. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee für Versus, tatsächlich. Das ist eine coole Idee für Versus, aber mit den Lags halt nicht. Für Versus ist es eine interessante Idee. Ich hoffe, die sehen das auch so. Die sehen das auch so. Ja, ja. Eins noch. Ich habe keine Lust auf noch so ein Lagfest. Blauer Toad. Goomba Forest. Aber es sind irgendwie auch nur noch die da. Wahrscheinlich ist jetzt der Lagger auch wieder dabei. Wenn ich es nicht bin. Keine Ahnung, wer es ist. Ja. Cool. Ich kann halt nicht mal einen Text schreiben. Mario nimmt Anlauf. Lul. Let's go. Ich habe keine Ahnung, wo ich landen werde. Auf Luigi. Sehr gut. Und dann auf Toadette. Und da ist ein unsichtbarer. Warum? Jetzt habe ich ihr darüber geholfen, ne? Auch so ein Held. Spring. Okay. Oh, die gehen gleich hoch, ne? Ich hole mir das, was immer da drin ist. Eine Blume, okay. Ich hoffe, die Zeit habe ich. Keine Ahnung. Ah ja. Ja, egal. Einfach weiter. Aber Toadette ist vorne, ist es nicht gut. Die gewinnt. Die wird das easy gewinnen, wenn ich nicht hier jetzt irgendwas hinkriege. Oh nein, nicht da hängen bleiben. Das Level ist nicht schwierig, aber das Level ist ganz gut für Versus. Das ist richtig. Für Versus ist es okay. Gibt eigentlich keine unfairen Stellen oder so, fand ich jetzt bisher. Hier ist jetzt halt leveltechnisch relativ nicht viel los, aber wenn man es Versus spielt, ist es wieder spannender. Oh,
Was ist denn jetzt los hier? Okay. Kommt da direkt das Ziel? Wahrscheinlich ja. Ja, F. Machst du nix? Machst du nix? Gibt einfach keinen Glückwunsch, ne? Nintendo, was könnt ihr? Man könnte doch, wenn das Ziel betreten ist, dann die Verbindung kappen. Nein. Die muss immer noch mit allen bestehen. Dieser Modus ist so Grütze einfach. Das Level ist okay, Leute. Das müsste nicht schlecht werden. Noch eins. Aber es sind irgendwie immer die gleichen und damit ist immer die Lag-Person auch dabei. Oh ja, lass 2-1 spielen. Ja, dann halt doch wieder mit 4. Du musst nicht weiter runterzählen, das sind 4 Spieler, dankeschön. Okay, das sind jetzt andere. Wenn es jetzt auch wieder leckt, dann quitte ich hier. Keine Lust mehr. Bup, bup. Ist das das Auto? Bup, bup. Wie no signal? Hallo? Was ist passiert? Hä? Was habe ich getan? Hallo? Hallo? Hä? Wieso? Ich hab doch... Was? Das ist der Moment, den Part zu beenden. Danke fürs Zuschauen und tschüss.